Guten Tag, meine Damen und Herren. Dies ist Lektion 25 der Vorlesung Internationale Wirtschaftsbeziehungen. Ich werde die Folien 113 bis 132 von Kapitel 4 Internationale Finanzmarktkrisen erläutern. In dieser Lektion wird es um die sogenannte ostasiatische Finanzmarktkrise gehen, die sich in den Jahren 1997 bis 98 abgespielt hat. Die ostasiatische Wirtschaftsgeschichte habe ich schon einmal in Zusammenhang mit den verschiedenen handelspolitischen Konzeptionen in Kapitel 1 angesprochen. Den sogenannten ostasiatischen Tigerstaaten gelang es mittels einer Konzeption, die als exportorientierte Industrialisierung bezeichnet wird, sehr erfolgreich in den 70er und 80er Jahren einen Wachstumsschub in Gang zu setzen, der, wie wir gesehen haben, die Pro-Kopf-Einkommen und Reallöhne dieser Länder im Verlauf der 80er und 90er Jahre stark ansteigen ließ. Ein wichtiger Motor dieses Aufholprozesses war ein Investitionsboom, der, wie wir gesehen haben, diesen Ländern über lange Jahre Investitionsquoten zwischen 20% und 30% ihres Bruttoinlandsproduktes beschert hat. Ermöglicht wurde dieser Investitionsboom durch die handelspolitische Öffnung der Länder für ausländische Investoren, gemäß dem Konzept der exportorientierten Industrialisierung. Dieser Investitionsboom verlief jedoch nicht ohne Störungen. Wie dieses Schaubild anhand des Dow Jones Index zeigt, gab es im Jahr 1998 einen weltweiten Einbruch auf den Aktienmärkten, der im Zusammenhang mit der Wirtschaftsentwicklung in Ostasien stand. Dieser Einbruch der Aktienmärkte wurde aber noch im selben Jahr wieder überwunden. Vor allem, weil die amerikanische Notenbank, gefolgt von anderen Notenbanken, darauf sehr schnell mit einer geldpolitischen Lockerung reagierte. Man pumpte, vereinfacht gesagt, viel Geld in die Märkte, um auf diese Weise die Aktienkurse wieder zu stützen. Diese Reaktion der Federal Reserve wurde nach ihrem damaligen Präsidenten Alan Greenspan ironisch als Greenspan Put bezeichnet, weil sie den Aktieninvestoren signalisierte, dass die amerikanische Notenbank im Zweifelsfall immer für eine geldpolitische Absicherung der Aktienkurse gegen einen zu starken Verfall sorgt. Diese Art der Geldpolitik ist bis heute stark umstritten. Viele Marktbeobachter geben ihr die Schuld an der Aufblähung der sogenannten Internetspekulationsblase, die dann im Frühjahr des Jahres 2000 platzte. Wie dieses Schaubild anhand des ostasiatischen Aktienindexes Singapore Straight Times zeigt, begann die ostasiatische Wirtschaftskrise schon im Jahr 1997, war aber auch bereits wieder gegen Ende des Jahres 1999 überwunden. Wie kam es nun zu dieser Krise und wie lief sie genau ab? Während der 80er Jahre erfuhren die das Konzept der exportorientierten Industrialisierung praktizierende Länder Südkorea, Thailand, Philippinen, Malaysia und Hongkong sowie Indonesien ein starkes Wachstum ihres Pro-Kopf-Bruttoinlandsproduktes, das zum größten Teil durch ihre hohe Sparquote und das dadurch ermöglichte hohes Wachstum ihres Kapitalstocks ermöglicht wurde. Zu Beginn der 90er Jahre öffneten diese Länder dann auch zunehmend ihre Kapitalmärkte.
Und dies führte zu einem starken Zustrom ausländischer Investitionen. Dabei handelte es sich sowohl um Direktinvestitionen, das sind Investitionen in neue oder bestehende Unternehmen, als auch um Portfolioinvestitionen, das sind Investitionen in Aktien, festverzinsliche Wertpapiere oder Krediteinlagen bei Banken. Dieser massive Kapitalzustrom über alle Kanäle führte bald zu starken Kursgewinnen an den Börsen- und Immobilienmärkten Südostasiens. Man sprach damals vom sogenannten Ostasien-Boom. Die starken Kursgewinne führten bei internationalen Investoren zu Erwartungen auf weitere Kursgewinne. Die ostasiatischen Notenbanken förderten den Zustrom ausländischen Kapitals, indem sie durch eine Fixierung ihrer Wechselkurse gegenüber dem Dollar das Wechselkursrisiko für ausländische Investoren reduzierten. Ausländische Investoren investierten nicht nur in Aktien und Immobilien, sondern boten ostasiatischen Banken zunehmend auch hochverzinsliche Kredite an. Ostasiatische Geschäftsbanken borgten deshalb von ausländischen Investoren diese Kredite und vergaben sie an inländische Unternehmen. Der Unternehmenswert und die Unternehmensimmobilien dienten dabei als Sicherheit für die Banken. Der reichliche Kreditzustrom erlaubte es ostasiatischen Firmen in riskante und weniger rentable Projekte zu investieren. Trotz ihres natürlichen komparativen Vorteils in der Produktion arbeitsintensiver Güter produzierten viele ostasiatische Länder deshalb in relativ kurzer Zeit sehr kapitalintensiv, vor allem im Bereich Maschinenbau und Elektrotechnik. Industriepolitisch motivierte Einflussnahmen durch Regierungen erhöhten die Bereitschaft der Banken, solche Investitionen zu finanzieren. Im Laufe der Zeit bekamen mehr und mehr ostasiatische Firmen Probleme mit der Rückzahlung ihrer Kredite, da der wirtschaftliche Erfolg vieler Investitionsprojekte ausblieb. Die Geschäftsbanken mussten ihre Kredite also verlängern, um einen Bankrott der Firmen und damit einen Ausfall der eigenen Forderungen zu verhindern. In dieser Notlage begannen die Banken dann, langfristige auf heimische Währung lautende Anleihen von heimischen Firmen mit kurzfristigen auf ausländische Währung lautenden Kredite zu finanzieren. Das führte zu zwei Arten von Diskrepanzen in den Bilanzen dieser Banken. Zum einen die Währungsdiskrepanz. Man baute Forderungen in heimischer Währung auf, hatte aber Verbindlichkeiten in ausländischer Währung gegenüber ausländischen Kreditgebern. Zum anderen die Laufzeitendiskrepanz. Man hatte langfristige Forderungen gegenüber heimischen Unternehmen, aber zunehmend immer kurzfristigere Verbindlichkeiten gegenüber ausländischen Kreditgebern. Die Struktur der Geschäftsbankenbilanzen begann sich auf diese Weise immer weiter zu verschlechtern. Durch diese Finanzierungsprobleme der ostasiatischen Banken und Unternehmen wurden die ostasiatischen Volkswirtschaften anfällig gegenüber höheren Kapitalmarktzinsen. Bei einer Zinserhöhung verschlechtern sich die inländischen Refinanzierungsmöglichkeiten der heimischen Geschäftsbanken. Da eine noch stärkere Finanzierung im Ausland die Bilanzstruktur weiter verschlechtert, hätten sie die höheren Kreditzinsen an die hochverschuldeten Unternehmen weitergeben müssen. Dadurch wären aber viele dieser Unternehmen in Bankrottgefahr geraten. Dieses Krisenszenario zog zunehmend die Aufmerksamkeit internationaler Währungsspekulanten auf sich.
Sie zweifelten nämlich daran, dass die Notenbanken dieser ostasiatischen Länder noch in der Lage waren, ihr Wechselkursziel mit höheren inländischen Zinsen zu verteidigen, denn höhere Zinsen hätte die Bankrottgefahr für viele Unternehmen und Geschäftsbanken bedeutet. Deshalb begannen diese internationalen Spekulanten, die ostasiatischen Notenbanken mit sogenannten spekulativen Attacken anzugreifen. Um zu verstehen, wie eine solche spekulative Attacke abläuft, können wir die Zinsarbitrage-Beziehung, die wir im letzten Kapitel schon diskutiert haben, an dieser Stelle ganz gut verwenden. Diese internationalen Spekulanten verkauften zunächst ostasiatische Währungen in großem Umfang auf dem Terminmarkt. Sagen wir, um ein Zahlenbeispiel zu haben, zu 2 Dollar pro Won. Dieses durchgestrichene W ist das internationale Währungssymbol für die südkoreanische Währung Won. Sie verkauften also, sagen wir, einen Won zu einem Kurs von 2 Dollar auf dem Terminmarkt und spekulierten darauf, dass der Kassawechselkurs unter 2 Won pro Dollar abwertet. Sagen wir, um ein Rechenbeispiel zu haben, auf 1 Dollar pro Won. In diesem Fall hätten Sie dann auf dem Terminmarkt bei Fälligwerden der Terminkontrakte 2 Dollar für einen Won einkassieren können, aber auf dem Kassamarkt nur 1 Dollar für einen Won hergeben müssen. Sie hätten also pro Won ein Gewinn von 1 Dollar gehabt, ein Spekulationsgewinn von 1 Dollar, was natürlich eine erhebliche Gewinnmarge ist, wenn ein solches Spekulationsgeschäft aufgeht. Wenn nun genügend Spekulanten tatsächlich diese Art von Geschäften durchführen, dann kommt es natürlich zu einer Abwertung des Terminkurses der ostasiatischen Währung. Wenn man diese Währungen auf Termin anbietet, sinkt natürlich der Wechselkurs dieser Währung. Sie werten also ab. Wie die Zinsarbitrage-Gleichung nun zeigt, wurde dadurch die Anlage ostasiatischer Ersparnisse in ausländischen Wertpapieren rentabel. Wenn also hier dieser Terminkurs aufgrund dieser spekulativen Attacken abwertet, dann wird hier die rechte Seite der Zinsarbitrage-Gleichung größer und das heißt, Anlagen im Ausland werden rentabel für südostasiatische Anleger. Das bedeutet, sie hatten also einen Anreiz, ihre Währungen auf dem Kassamarkt nun umzutauschen, um damit ausländische Wertpapiere zu erwerben. Und das bedeutet, dass eben der Kassakurs nun tatsächlich zu sinken begann. Mit anderen Worten, wir haben hier ein weiteres Beispiel für eine sich selbst erfüllende Erwartung. Weil die Spekulanten das erwartet haben und ihre spekulativen Attacken begonnen haben, setzten sie einen Mechanismus in Gang, der dann tatsächlich auch zu einer Abwertung des Kassakurses führte. Dadurch geriet jetzt zunächst einmal das Wechselkursziel der ostasiatischen Notenbanken unter Druck. Um eine Abwertung des Kassakurses ihrer Währung zu verhindern, mussten diese Notenbanken dann im Prinzip die heimischen Zinssätze erhöhen. Dadurch hätte man ja dann diese Ungleichung wieder beseitigen können, weil dann die linke Seite der Gleichung wieder größer geworden wäre und das ungleiche Zeichen hier wäre verschwunden. Der höhere heimische Kapitalmarktzins erhöhte jedoch, wie die Währungsspekulanten das vorhergesehen hatten, die Finanzierungsprobleme der ostasiatischen Geschäftsbanken. Dadurch stiegen die Probleme der Banken und Unternehmen bei der Refinanzierung von Firmenkrediten also weiter an.
Sie übten deshalb über die Regierung massiven Druck auf die ostasiatischen Notenbanken aus, doch eine Senkung der Zinsen hinzunehmen. Die meisten ostasiatischen Notenbanken konnten diesem Druck nicht lange standhalten. Sie senkten also ihre Zinsen und gaben damit das Wechselkursziel auf, sodass ihre Währungen gegenüber den ausländischen Währungen stark abwerteten. Die Währungsspekulanten hatten damit also ihre Wette gewonnen. Sie konnten nun die abgewerteten ostasiatischen Währungen mit weniger Dollar auf dem Kassamarkt kaufen, sagen wir 1 Dollar pro Won, als vorher und diese dann zu hohen Terminkursen, die sie sich im Voraus mit ihren Terminkontrakten gesichert hatten, verkaufen, sagen wir 2 Dollar pro Won. Und damit konnten sie natürlich hohe Spekulationsgewinne machen. In unserem Zahlenbeispiel also 1 Dollar pro eingesetzten Dollar. Nun kam es aber zu einem weiteren Problem. Für die ostasiatischen Banken wurde nun nämlich die Währungsdiskrepanz in ihren Bilanzen zu einem Problem. Da sie ihre Kredite in Dollar aufgenommen hatten, stiegen nun ihre Schulden gemessen in heimischer Währung. Also wenn man den Dollarbetrag durch die abgewertete heimische Währung dividiert, wird der Wert dieser Schulden in heimischer Währung gemessen größer. Nun waren nicht nur die Unternehmen überschuldet, sondern auch die ostasiatischen Geschäftsbanken. Ich will diesen Überschuldungseffekt bei einer Abwertung in einer Bankbilanz noch etwas genauer zeigen. Diese Kontendarstellung zeigt die grundsätzliche Struktur einer solchen Bankenbilanz. Wir haben hier also auf der linken Seite die Forderung, auf der rechten Seite die Verbindlichkeiten. Nehmen wir an, wir haben also Forderungen gegen inländische Unternehmen in Höhe von 100 Won und diese werden finanziert durch Kredite ausländischer Kapitalgeber, sagen wir in Höhe von 200 Dollar. Bei einem Kassawechselkurs von 2 Dollar pro Won ergibt es dann also einen Won-Betrag in Höhe von 100, der den vergebenen Krediten an heimische Unternehmen entspricht. Das Beispiel zeigt also, dass diese Bilanz bei einem Wechselkurs von 2 Dollar pro Won ausgeglichen ist. Wir haben also kein Problem. Wenn nun aber die heimische Währung abwertet, sagen wir von 2 Dollar pro Won auf 1 Dollar pro Won, dann führt es zu einem erheblichen Problem, im Grunde zu einem Bankrott. Denn nun wächst ja diese rechte Seite der Verbindlichkeiten in der Bankenbilanz, wird die Forderung gleich bleiben, 100 Won. Und das heißt, wir haben nun also gegen ausländische Kapitalgeber höhere Verbindlichkeiten gemessen in Won, als wir Forderungen gegenüber inländische Kreditnehmer haben. Und diese Differenz, diese Deckungslücke bedeutet, im Grunde ist diese Bank jetzt bankrott. Es sei denn, der Staat springt ein und finanziert diese Deckungslücke. Also so eine Abwertung der heimischen Währung kann im Fall einer Währungsdiskrepanz in den Bankenbilanzen zu einem Bankrott von diesen Banken führen. Das ist hier der entscheidende Punkt. Aufgrund dieser offensichtlichen Überschuldung ihrer Kreditnehmer reagierten nun die übrigen internationalen Investoren mit Panik. Sie verlängerten keine Kredite mehr und versuchten bereits vergebene Kredite, wenn möglich, zurückzubekommen. Dies führte dann zum Konkurs von zahlreichen Geschäftsbanken und Unternehmen in Südostasien, die auf diese Bankkredite eben angewiesen waren.
aus einer Währungskrise, die von einer spekulativen Attacke ausgelöst worden war, war also eine Finanzmarktkrise geworden. Nun kam es auch noch zu Ansteckungseffekten. Diese ergriffen Länder, die eine ganz ähnliche Kreditstruktur wie die ostasiatischen Länder hatten, also die Kredite in ausländischer Währung aufgenommen hatten, aber in heimischer Währung weitergereicht hatten an heimische Unternehmen. Solche Geschäftsbanken gab es damals vor allem in Russland und in lateinamerikanischen Ländern. Aus einer lokalen Finanzmarktkrise in Ostasien drohte also eine weltweite Finanzmarktkrise zu werden. Um diese Gefahr nun abzuwenden, vereinbarten die amerikanische Notenbank und viele europäische Notenbanken eine starke Ausdehnung ihrer Kreditvergabe, sodass die Kreditzinsen weltweit sanken. Dadurch vereinfachte sich dann wieder die Finanzierung von Banken und Unternehmen in den von der Finanzmarktkrise betroffenen Ländern. Eine globale Finanzmarktkrise konnte auf diese Weise durch das Eingreifen der Notenbanken also abgewendet werden. Wie dieses Schaubild zeigt, waren die Folgen der ostasiatischen Finanzmarktkrise auch in den ostasiatischen Ländern schon bald wieder überwunden. Nach einem kurzen Einbruch erholte sich das Pro-Kopf-BIP wieder von diesem Schock und der langfristig erfolgreiche Entwicklungsweg der exportorientierten Industrialisierung dieser Länder konnte fortgesetzt werden. Dieses Schaubild zeigt, dass die sehr hohen Investitionsquoten gemessen am Bruttoinlandsprodukt nach der Krise zwar etwas sanken, aber im internationalen Vergleich immer noch auf einem recht hohen Niveau waren. Dieses Schaubild zeigt nun die Entwicklung der Exportquoten gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Interessanterweise half nun die Abwertung der ostasiatischen Währungen, die von den Spekulanten ausgelöst worden war, den ostasiatischen Ländern beim Export, denn durch die Abwertung der Währung verbilligten sich natürlich die Exportgüter. Und wie man erkennen kann, stiegen deshalb tendenziell die Exportquoten dieser Länder an. Also die Exportnachfrage stieg an aufgrund der abgewerteten Währung. Und das half dann der Realwirtschaft der ostasiatischen Länder, sich von diesem Finanzmarktschock relativ schnell wieder zu erholen. Auch hier kann man nun wieder fragen, ob diese Finanzmarktkrise die typischen Entstehungskomponenten einer Finanzmarktkrise enthalten hat. Was war der Anfangsschock hier? Man kann wahrscheinlich sagen, dass das die Finanzmarktderegulierung im Zusammenhang mit der Strategie der exportorientierten Industrialisierung war. Die ostasiatischen Länder öffneten ihre Kapitalmärkte für ausländische Investitionen zu Beginn der 90er Jahre. Das führte dazu, dass ausländische Investoren verstärkt Aktien ostasiatischer Unternehmen nachfragten und auch mit Direktinvestitionen in Immobilien und ostasiatische Unternehmen und dort aktiv wurden. Dieser Anstieg der Aktienkurse führte zu Erwartung weiterer Kurssteigerungen. Deshalb stieg die Nachfrage nach Aktien wiederum an, sodass es also zu einem positiven Rückkopplungseffekt kam. Finanzierungsquelle war hier jetzt der Zustrom ausländischer Investoren, der Investitionsboom, der eben ermöglicht worden war durch die Kapitalmarktöffnung dieser Länder. Der negative Schock, das war in dem Fall die spekulative Attacke internationaler Währungsspekulanten zu Beginn des Jahres 1997.
Dies führte zu einer Abwertung der ostasiatischen Währung, zur Überschuldung der ostasiatischen Banken und damit zum Bankrott zahlreicher Banken und Unternehmen, sodass die Spekulationsblase einbrach. So viel für diese Lektion.